Ja, guten Morgen erstmal alle zusammen. Es ist voll schön, euch alle wiederzusehen und ich freue mich, weil heute ist der zweite Advent und ich liebe die Adventszeit. Adventszeit hat für mich etwas so was Besinnliches und meine heutige Botschaft, die ich mit euch gemeinsam teilen möchte, ist heute auch so ein bisschen, geht es in diese Richtung, denn in den letzten paar Wochen, also in den letzten zwei Wochen, als ich mich halt auf diese Adventszeit gefreut habe und mein Haus dekoriert habe und habe ich mir einfach Gedanken gemacht und habe mich gefragt, was möchte Gott mir dieses Jahr so ein bisschen, wenn ich besinnlich werde, was möchte er mir vielleicht zeigen oder was möchte er, dass ich mir Gedanken darüber mache? Und heute möchte ich einfach die Fragen, die ich mir selbst gestellt habe oder die ich empfunden habe, dass der Heilige Geist sie mir stellt, uns einfach alle zusammen fragen. Die erste Frage war, wo stehe ich? Gott fragt mich, wo stehst du und wo ist dein Fokus? Und ich glaube, dass das wirklich für uns alle wichtig ist und ich nehme euch mal so ein bisschen mit, denn ich werde heute mein Thema auf der Apostelgeschichte 29 aufbauen. Wer von euch vielleicht die Apostelgeschichte vor kurzem vielleicht gelesen hat oder so, mir wäre es vielleicht auch nicht aufgefallen. Aber in der Bibel finden wir die Apostelgeschichte bis zum 28. Kapitel. Es gibt also nur Apostelgeschichte bis 28. Aber ist die Apostelgeschichte wirklich nur mit dem 8. oder bis zum 28. Kapitel? Ich glaube nicht. Und ich glaube, dass wir heute wirklich Kapitel 29 mit euch schreiben. Gott schreibt mit uns Geschichte. Und wenn wir einfach die ganze Zeit sehen, seit Anfang der Gemeinde, die Anfänge der Gemeinde, Gott schreibt Geschichte in jeder Generation. Und jede Generation erlebt Gott in ihrer Art und Weise. Und deswegen heute machen wir Apostelgeschichte 29 und schauen einfach, was schreibt Gott mit uns. In der gesamten Apostelgeschichte sehen wir, dass die Apostel und die Gläubigen einfach in dieser Entstehungsgeschichte also geführt wurden. Ich hatte mich immer gefragt, ja, sie sind 3 Jahre mit Jesus gewesen, aber zum Beispiel der Apostel Paulus war gar nicht mal mit Jesus und trotzdem wusste er ganz genau, seinen Glauben zu leben. Und ich liebe diesen Vers, den Jesus in Johannes 14, 26 gesagt hat. Da hatte er sich nämlich von seinen Jüngern verabschiedet und hat gesagt, ich gehe zu meinem Vater. Er hat auch gesagt, ich hoffe, ihr freut mich dafür und seid nicht traurig, dass ich weggehe, denn ihr werdet nicht allein bleiben. Und da können wir auch lesen, doch wenn der Vater den Ratgeber als mein Stellvertreter schickt, und damit meine ich den Heiligen Geist, wird er euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Und das war der Vers, der mir also wichtig geworden ist. Ich hatte nämlich ich hatte gebetet und hatte den Eindruck gehabt, dass Gott mich auch in der letzten Zeit auffordert, mehr die Bibel zu lesen. Ich bin vom Typ her eher so ein Gebetsmensch. Ich liebe es zu beten. Beten fällt mir leicht. Es ist so aus dem FF mehr oder weniger. Wenn ich morgens aufstehe, aus dem Bett krabbel, dann passiert das mehr oder weniger von alleine. Aber was die Bibellesen anbetrifft, das ist für mich so eine Herausforderung. Ich glaube, jeder von uns ist so vom Typ her anders und jeder hat seine Herausforderung und jeder hat etwas, was ihm leichter fällt. Und für mich ist das halt eben Bibellesen. Klar, wenn ich eine Botschaft vorbereite, ich studiere die Geschichten, ich lese sie mir durch und so, aber so richtig dranbleiben und dieses beständige jeden Tag lesen, das ist für mich jedes Mal eine Überwindung, weil es gibt immer irgendwas Wichtigeres, was mir dazwischen rutscht oder sonst noch was. Und da habe ich richtig gemerkt, dass Gott sagt, lies die Bibel. Und ich dachte, oh, der Heilige Geist, der ist ja manchmal richtig er kann das so beständig einem aufs Herz legen. Ne? Und da hat der Heilige Geist nicht nachgelassen. Und ich dachte, okay, habe mir eine App runtergeladen,
habe mir einen Bibelleseplan geholt, also in einem Jahr die Bibel durchzulesen und habe angefangen, ganz am Anfang. Und ich dachte, diese Fülle, das ist so dick, wenn ich betrachte die Bibel. Gut, in meiner App sieht man es nicht, aber ich sehe einfach, wie viele Tage dafür eingeplant sind und was für eine Menge dann, man dann lesen muss. Und ich denke, ich merke mir das niemals. Und dann kam ganz klar und deutlich die Stelle, die der Heilige Geist mir aufs Herz gelegt hat. Und zwar war das die Stelle, das liest die Bibel und ich werde euch an alles erinnern. Zur rechten Zeit wird der Heilige Geist uns an alles, was wir gelesen haben, erinnern. Wenn wir aber nicht gelesen haben, wie soll er uns an etwas erinnern, was gar nicht da ist? Und das ist mir dann so wichtig geworden und ich vertraue dem Heiligen Geist. Ich lese einfach meine Bibel. Ich glaube nicht, dass ich in einem Jahr fertig bin, so wie ich. Es ist nämlich nicht einfach, wirklich auch mit der App, es ist Erleichterung, aber es ist nicht einfach, den Pensum auch einfach zu schaffen. Und ich glaube nicht, dass der Heilige Geist uns da Druck macht. Aber der Heilige Geist hat angefangen, einfach mich zu begleiten beim Bibellesen. Und das möchte ich euch einfach mit auf diese Reise nehmen, um uns alle zu ermutigen, wenn Gott uns etwas aufs Herz legt, das auch einfach zu machen, auch wenn vieles vielleicht dagegen spricht. Ich dachte, ja, Altes Testament, ihr glaubt nicht, ich bin mindestens dreimal an dritte Mose gescheitert. Ich habe schon öfters angefangen, Bibel von Anfang an zu lesen. Aber bei dritte Mose, da, es wiederholt sich einfach. Es ist halt diese Liturgie, die dann aufgezählt wird. Und dann höre ich einfach auf und gehe wieder in die Psalme oder ins Neue Testament oder so. Aber dieses Mal bleibt der Heilige Geist dran. Und ihr glaubt nicht, was für eine tiefe, tiefe Bedeutung diese Geschichte von Israel hat. Und die wollte ich einfach mit euch teilen, ein bisschen euch mit dazu nehmen und ermutigen. Genau, alles hat damit begonnen, dieses wieder Apostelgeschichte 29. Gott sagt uns auch oder Gott spricht zu uns und Gott schreibt mit uns auch Geschichte. Und beim Beten hatte ich einmal den Eindruck, dass Gott sagt, lies die Bibel, denn das ist das Wort Gottes. Und ich greife mal vor, das sage ich jetzt für die Technik, in 5. Mose 8,3 steht, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort, das durch den Mund Gottes geht. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Und das stimmt, denn unser Geist muss gespeist werden. Und wenn wir in der letzten Zeit, in der wir leben, in dieser, wir wissen, vieles ist irgendwie gerät aus den Fugen und kommt durcheinander. Die Welt ist ein bisschen aufgrund der Pandemie durcheinander. Und wir sind alle so verunsichert. Man sieht das in der gesamten Gesellschaft. Überall, wenn man sich die Medien anguckt, überall ist so eine Unsicherheit. Wie wird es weitergehen? Es wird wahrscheinlich nie wieder so sein wie früher. Die Menschen machen sich Gedanken. Und viele versuchen dann sozusagen dem entgegenzuwirken, uns gesund zu halten, Masken zu tragen. Es wird viel präventiv gearbeitet. Es wird viel gemacht. Also physisch versuchen wir alles so zu gestalten, dass unser Körper gesund bleibt und jetzt in dieser Zeit nicht krank wird, dass unsere Abwehrkräfte gestärkt werden. Vielleicht versuchen wir, gesünder zu leben, zu essen. Ich glaube, Krisen, sie verursachen immer so etwas, dass wir Menschen etwas, was vielleicht nicht so fest ist, dass, wenn es erschüttert wird und zu Bruch geht, dann wissen wir, das müssen wir besser machen. Und Krisen kann man auch zum Positiven nutzen. Und ich glaube, zumindest bei mir war das so. Ich habe einfach wirklich angefangen zu schauen und was kann ich auch meinem Körper Gutes tun? Vielleicht lasse ich ja in der Weihnachtszeit die Mengen an Süßigkeiten, die normalerweise so auf dem Tisch sind, ein bisschen reduziere ich das. Vielleicht kommt ein bisschen mehr Obst und Gemüse auf den Tisch, damit meine Abwehrkräfte und die Abwehrkräfte meiner Familie gestärkt sind. Und wir gehen öfters spazieren, damit wir frische Luft haben, weil die Kinder sind oft in Masken. Also wir arbeiten für unseren Körper extra und präventiv und bemühen uns da. Aber diese Bibelstelle sagt, der Mensch lebt nicht von Brot allein, sondern von jeglichem Wort, das durch den Mund Gottes geht.
Das ist Speise für unseren Geist. Und unser Geist braucht genauso Abwehrkräfte. Und das war nämlich auch das, was ich halt empfangen habe, dass Gott sagt, lies die Bibel, denn dein Geist wird diese Vitamine brauchen. Das Wort Gottes, das ist Vitamine für unseren Körper, für unseren Geist. Wenn wir nicht die Nahrung aufnehmen, nicht die geistliche Nahrung durch das Wort Gottes aufnehmen, wie soll unser Geist gesund und stark und kräftig bleiben? Und das hat mich wirklich so bewegt und berührt und ich dachte, das stimmt. Wenn ich wirklich in dem ganzen Durcheinander stark sein möchte, ich muss ganzheitlich stark sein, ich muss mit Geist, Körper und Seele gesund sein. Und dann kann ich nicht nur mich auf meinen Körper fokussieren und gesünder essen und mehr spazieren gehen. Nein, ich muss genauso auch darauf achten, womit speise ich meinen Geist? Und ich habe einfach gemerkt, dass die Medien uns zurzeit einfach mit so viel einfach Fastfood und Müll zumüllen, dass einfach unser Geist davon eingehen kann. Es ist einfach nicht gesund für unseren Geist. Und deswegen ist es, glaube ich, wirklich wichtig, täglich die Bibel zu lesen. Denn das sind die Vitamine, die unser Geist braucht, dass er unterscheiden kann, was ist für mich gut und was nicht gut ist. Es gibt so vieles zurzeit, was uns einfach verunsichert und nicht besonders gesund für uns ist. Und während ich so angefangen habe, also meinen Geist mit etwas Gutem zu speisen, nämlich mit dem Wort Gottes, bin ich gleich am Anfang an eine Bibelstelle gestoßen. Und die hat mich richtig doller angesprochen. Ich glaube, dass in der letzten Zeit Gott wirklich auf die Suche nach seinem Volk geht und einfach uns fragen möchte, wo bist du? Was ist dein Fokus? Und in 1. Mose 3, 8 bis 10, auf diese Bibelstelle möchte ich einmal eingehen. Es war nämlich so, dass der Adam mit Eva, sie waren im Garten Eden, gleich am Anfang, als ich angefangen habe, die Bibel zu lesen, spricht mich diese Stelle an. Gott ist jeden Abend zu ihnen gekommen, sie hatten Gemeinschaft gehabt. Und dann passierte etwas, was diese Gemeinschaft unterbrochen hat. Und im Vers 8 lesen wir, und sie hörten den Herrn, der wieder mal in den Garten kam, wie jeden Tag, wenn es kühl geworden war. Und Adam versteckte sich mit seiner Frau vor dem Angesicht Gottes, des Herrn, zwischen den Bäumen im Garten. Und der Herr rief Adam und sprach zu ihm, wo bist du? Und er sprach, ich hörte dich im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt, darum versteckte ich mich. Jeden Tag ist Gott, jeden Abend ist Gott in den Garten Eden gekommen. Und Adam hat ihn jedes Mal, gehe ich davon aus, mit Freude empfangen. Aber als plötzlich etwas zwischen Adam und Gott stand, als Adam nämlich gesündigt hat, dann hat Gott Adam gesucht und gesagt, Adam, wo bist du? Und ich habe ganz klar das Gefühl gehabt, dass Gott in der heutigen Zeit uns fragt, Adam, wo bist du? Adams, wo seid ihr in unserer Gemeinde? Evas auch. Evas, wo seid ihr? Ludmilla, wo bist du? Und ich glaube, dass Gott einfach uns auffordern möchte, zu gucken, wo stehe ich? Was ist mein Fokus in dieser Zeit? So vieles buhlt nach unserer Aufmerksamkeit. So viele Sorgen, so viele neue Informationen, immer mehr, wenn man Nachrichten hört, jeden Tag ist etwas anderes und jeden Tag muss das Gehirn das neu verarbeiten. Aber Gott fragt uns, wo bist du? Wo stehst du? Und ich möchte einfach, dass wir diese Frage mit in die nächste Woche nehmen. Womit speise ich meinen Geist und wo stehe ich? Was ist mein Fokus? Und ich glaube, als Gott Adam und Eva gesucht hat, wäre Adam und Eva zu Gott wie jeden Abend hingelaufen und hätten sie ihm erzählt, hey, ist es was passiert? Sorry. Dann wäre die Geschichte der Menschheit ganz anders gewesen. Bin ich mir felsenfest von überzeugt. Aber Adam hat sich versteckt. Und heute sagt Gott zu uns, du kannst die Geschichte für dich neu schreiben.
Wir brauchen uns nicht vor Gott zu verstecken, wenn etwas in unserem Leben nicht so läuft, wie Gott das geplant hat. Wenn wir merken, wow, vielleicht beherrscht mich die Sünde oder wow, die Probleme, die Angst nehmen mich gefangen. Das darf nicht zwischen mir und Gott stehen. Wir dürfen zu Gott laufen. Als nämlich Adam und Eva aus den Büschen rausgekrabbelt haben, als sie gesagt haben, ich bin nackt, was hat Gott gemacht? Natürlich, sie mussten die Konsequenzen ihres Handelns tragen. Aber als sie bloß vor Gott standen, hat Gott ihre Blöße bedeckt. Und ich glaube, wenn wir bereit sind, zu Gott zu kommen, unsere Fehler einzugestehen und vor Gott uns einfach bloß hinzustellen, so wie wir sind, ohne zu beschönigen, dann ist Gott derjenige, der uns in seine Gerechtigkeit kleidet. Er kleidet uns in seine Gerechtigkeit. Ich glaube, es ist wirklich wichtig, einfach in dieser besinnlichen Zeit zu fragen, wie gehe ich in Krisen um? Laufe ich zu Gott oder lasse ich mich durch die Probleme von Gott ablenken und von ihm entfernen? Was sehe ich? Worauf konzentriere ich mich? Wo ist mein Fokus? Ist das vielleicht das Ende der Welt, der Chaos der Pandemie, die Lieblosigkeit der Gesellschaft, die sich ausbreitet? Was sehe ich alltäglich? Was sehe ich? Und da hat mich Gott auch angesprochen. Er hat gesagt, was siehst du? Ich stand wieder in meinem Gebet und habe erzählt, Gott segne unsere Regierung, segne dies, das läuft schief, dies läuft schief. Und dann sagt Gott, ja, was siehst du? Was siehst du? Sag es mir. Und ich zähle auf, was ich alles sehe. Und Gott sagt, und was siehst du noch? Ich überlege so, ja, was soll ich denn noch sehen? Ich habe doch schon so vieles aufgezählt. Es ist doch schon so ein Durcheinander. Aber Gott sagt, nein, schau noch mal genauer hin. Was siehst du? Siehst du in dieser Zeit, wie mein Reich sich ausbreitet? Siehst du die Seite, was ich in dieser Zeit mit Menschen mache? Siehst du den Hunger, der nach mir wächst? Siehst du das? Oder konzentrierst du dich nur auf diese Schlagzeilen, mit denen uns die Medien füttern? Und das hat mich einfach so ein bisschen bewegt. Und ich habe angefangen zu gucken. Stimmt. Ganz oft höre ich, oder ich, wenn ich mit anderen, mit Kollegen, egal wo man spricht, Gemeinde, Kollegen, Nachbarn, alles läuft falsch, alles ist schlimm geworden. Aber nehmen wir auch das Gute dieser Zeit wahr? Denn es gibt auch was Gutes in dieser Zeit. Ich muss wirklich sagen, es ist mir schwer gefallen, das auch alleine schon anzunehmen. Wenn man schon in so einem, in so einer Bahn drin ist, nur das Schlechte zu sehen, ist es nicht einfach, die andere Seite plötzlich zu sehen, weil das Gehirn ist gewohnt, nur in eine Richtung zu denken. Und da musste ich wirklich grübeln und einige Tage das mit mir tragen, um zu sehen, dass Gottes Schutz über uns ist. In dieser Zeit schützt uns Gott, unsere Gemeinde, unsere Umgebung. Gott schützt uns, es ist großer Schutz über uns. Seine Versorgung, seine Güte, seine Liebe ist jeden Morgen über uns neu. Es hat sich nichts daran geändert. Und dann habe ich auch gesehen, die tiefe Sehnsucht Gottes nach der Gemeinschaft mit uns. Das nehme ich ganz stark wahr, wie Gott immer wieder mich ruft in die Gemeinschaft mit ihm. Immer wieder spüre ich diese Sehnsucht, dass Gott sagt, komm, bete, komm, hab Gemeinschaft mit mir. Und ich glaube, das sollten wir sehen. Was macht Gott in dieser Zeit? Was macht Gott in dieser Zeit? Denn es passiert ganz, ganz vieles. Wisst ihr, die Israeliten in der Wüste, das war nämlich die nächste Geschichte, die ich dann, als ich so in meiner Beständigkeit mehr oder weniger versucht habe, die Bibel weiterzulesen, bin ich auf die Israelsgeschichte gestoßen. Und die Israeliten haben in der Wüste ständig geklagt. Das sehen wir, wenn wir die Geschichte lesen, wir sehen alles ganz klar. Boah, so ein undankbares Volk. Gott ist da präsent und die sind so undankbar. Aber
plötzlich habe ich genau mich gesehen. Gott ist so präsent in unserer Zeit. Aber was machen wir? Sind wir voller Dank? Hast du schon für diese Zeit gedankt? Also Gott hat mich da total überführt. Ich habe für diese Zeit nicht gedankt. Aber Gott sagt, sei dankbar für diese Zeit. Ich begleite dich. Es ist deine Zeit. Du entscheidest, was in die Geschichte eingeht. Gehen wir als das mürrische Volk in die Geschichte ein oder als ein Volk, der die Krise gemeistert hat, weil sie zu Gott gelaufen sind, weil sie sich an Gott gekrallt haben und gesagt haben, ich lasse dich nicht los. Und das sagt Gott heute. Danke für diese Zeit, in der du lebst. Denn Gott begegnet uns in dieser Zeit. Und wir sollen nicht uns festkrallen und uns darauf fokussieren, dass uns vielleicht statt 4 Packungen Nudeln eine Packung Nudeln im Regal antrifft. Aber sowas kann wirklich eine Glaubenskrise in einem auslösen. Ja, oder wenn man sein 4-lagiges Klopapier ein paar Wochen nicht im Regal erwischt. Also das haben wir ja alle durchgemacht. Was macht es mit einem? Und dann sehen wir einfach, wie wir fokussiert sind auf diesen Luxus, der eigentlich überhaupt nicht nötig ist. Aber wir werden von der Welt abgespeist und der Standard wird so hochgelegt, dass wenn es ein bisschen was an unserem Luxus kratzt, empfinden wir das als etwas total Schlimmes. Dabei, wenn wir es betrachten, geht es uns so gut, besonders in Deutschland. Es geht uns so gut. Wir haben so viel Grund zum Dank. Halleluja. Gott ist nämlich mit uns. Und wenn man weiterliest in der Geschichte, als das Volk Israel vor dem Riesen stand, Gott hat die Israeliten geführt in das Land Kanaan, nicht in die Wüste. Er hat sie in das Land Kanaan geführt. Und wenn man die Geschichte sich betrachtet, theoretisch diese Menge an Menschen zu Fuß, wenn man das alles berechnet, müsste das ungefähr 3 Monate die Wanderung dauern. Irgendwas ist da schiefgelaufen, oder? In 3 Monaten hätten sie in Kanaan sein können und das waren sie auch. Und als sie die Kundschafter geschickt haben in das Land, sind die Kundschafter dahin gegangen und sind plötzlich dem Riesen begegnet. Sie sind zurück und die waren so von dem Riesen erschrocken, dass sie das ganze Volk so beeinflusst haben, dass das Volk bereit war, lieber 40 Jahre in der Wüste zu wandern, als sich dem Problem zu stellen. Und ich denke, wie dumm von denen. Gott war doch mit ihnen. Und plötzlich kommt mir der Gedanke, wie gehst du mit deinem Riesen Corona um? Da steht der Riese Corona vor uns. Und was sagen wir? Welche Atmosphäre verbreiten wir? Oh, dem sind wir nicht gewachsen. Wir werden alle untergehen. Im Gegensatz zu dem sind wir wie Heuschrecken. Gehen wir so um? Oder sagen wir, hey, mit Gott gehen wir da durch. Wir schaffen das mit Gott. Wir entscheiden, ob wir in das Land Kanaan eingehen oder ob wir 40 Jahre brauchen. Wisst ihr, Gott hat die Israeliten, Amen, Amen. Gott hat die Israeliten aus Ägypten rausgeführt, aus der Sklaverei rausgeführt. Aber es hat 40 Jahre gedauert, bis Ägypten aus den Israeliten raus war. Erst wenn Ägypten aus uns raus ist, erst wenn die Welt aus uns raus ist, sind wir bereit, in das verheißene Land reinzugehen, in das Reich Gottes, in ihm, das mitten unter uns ist, zu leben. Gottes Reich ist mitten unter uns, aber wir sind blind. Wir gehen ganz oft die Wüste durch, weil einfach Ägypten in uns ist, weil die Welt uns beherrscht. Ich finde das so traurig. Eine ganze Generation der Israeliten musste sterben in der Wüste, bis sie so weit waren, dass sie begriffen haben, wer sie sind. Gott hat sich sein Volk ausgesondert, hat sie aus Ägypten rausgeführt, aus der Sklaverei rausgeführt und hat gesagt, ihr seid mein auserwähltes Volk.
Ihr seid auserwählt von mir. Ihr seid nicht nur auserwählt, sondern ausgesondert, um mir zu dienen. Ausgesondert seid ihr. Aber bis sie das begriffen haben, dass sie keine Sklaven sind, sondern Kinder und das Volk Gottes und Kinder Gottes. Wie sieht es heute mit uns aus? Habe ich es verstanden, dass ich ein Kind Gottes bin? Oder lasse ich mich immer noch von der Sünde versklaven? Habe ich es verstanden? Wie viele Generationen müssen bei uns sozusagen wegsterben, damit wir endlich mal eine Generation sind, die begriffen hat, was Gnade ist, was das Geschenk Gottes ist, was er am Kreuz für uns gebracht hat. Dass wir Kinder Gottes sind, dass wir uns nicht mehr von Satan beklauen lassen und uns nicht mehr einschüchtern lassen. Wie oft ist es so, Satan kommt, erzählt uns Lebenslügen und wir glauben ihm. Aber wir sind Kinder Gottes. Das hat mich so stark angesprochen, denn ich habe selber in mir, in meinem Leben noch Festungen gemerkt, wo ich einfach sage, tatsächlich, ich lasse mich hier von Satan belügen. Ich lasse mich von ihm beklauen, des Segens Gottes. Warum? Weil ich einfach, klar, vom Kopf her weiß, ich bin Gottes Kind. Aber lebe ich das? Gehe ich in dieser Autorität, in der Autorität des Kindes Gottes, dass mir Satan nichts zu sagen hat und nichts mich nicht beherrschen darf und mir nichts aufschwatzen darf? Wie oft lasse ich mich von ihm verunsichern? Und das möchte ich nicht mehr. Ich finde, es ist Zeit gekommen, da wo wir einfach verinnerlichen müssen, wer wir im Gott sind, dass wir Kinder Gottes sind, dass wir Autorität haben, dass wir jetzt schon im Reich Gottes leben können. Es ist ein unsichtbares Reich, aber es ist für uns real. Es ist viel realer als die physische Welt. Und Satan belügt uns. Er sagt, guck mal, diese physische Welt, das ist eure Realität. Nein, wir sind eine geistliche Kreatur. Wir sind eine geistliche Kreatur und die Realität ist im Reich Gottes. Und er ist mitten unter uns. Und da möchte ich uns einfach hineinrufen. Ich finde, durch die Geschichte hindurch können wir sehen, dass jede Generation eine Erweckung hatte. Und über jede Generation hätte man die Apostelgeschichte 29, 30, 31, 32 schreiben können. Jede, denn in jeder Generation zeigt sich Gott. Und jede Generation hat ihr Feuer vom Heiligen Geist gekriegt. Und es ist wichtig für uns, dass wir dieses Feuer brennen, dass wir nicht die Asche bewahren, sondern das Feuer brennen, was Gott uns gibt. Das ist wichtig. Dieses Feuer, was heute Christina auch erzählt hat, das hat mich so, so berührt auch. Das stimmt. Es ist so wichtig, das zu bewahren. Wenn wir uns die Israels Geschichte einfach anschauen, es ist so spannend, die Israels Geschichte. Das war bei denen genauso. Diese siebenarmige Leuchter, der musste Tag und Nacht brennen. Und und Aaron und die Priester hatten die Aufgabe, wirklich danach zu gucken, das zu säubern, die Asche wegzumachen. Es ist so spannend. Und das Gleiche, die gleiche Parallele im Geistlichen sehen wir jetzt auch. Oder als das Volk von den Schlangen im Lager überfallen wurde, was war das Wichtigste? Das Wichtigste war, auf die eherne Schlange, die in Mitte des Lagers gestanden hat, die Mose aufgestellt hat, dahin zu schauen im Glauben und in der Hoffnung, Gott wird das Problem lösen und ich werde nicht sterben. Es ist genau so bei uns. Ich stelle öfters fest, dass sich Schlangen in mein Lager einschleichen und sie verbreiten dort Schrecken und Tod. Wie oft schnürt mir die Schlange der Angst die Kehle zu, dass ich kaum zu Gott schreien kann, weil etwas wieder passiert, weil mich etwas verunsichert. Aber das Wichtigste ist Fokus. Das Einzige, was die Schlangenplage in unserem Leben befreien kann, ist Fokus auf Jesus. Fokus auf Jesus. Und das ist das, was uns einfach da auch Befreiung und Leben schenkt. Genauso wie bei den Israeliten.
Und wir müssen nicht 40 Jahre in der Wüste verbringen. Wir können unsere Geschichte schreiben. Wir können uns heute und jetzt dafür entscheiden, dass Änderung in mein Leben kommt und der Sieg Gottes in mein Leben kommt und dass wir in die Geschichte eingehen als Generation, die mit Gott wandelt wie Henoch. In 1. Mose 5,24 steht, und Henoch wandelte mit Gott und er war nicht mehr, denn Gott nahm ihn weg. Oh, was für eine Verheißung. Wenn wir als die Generation sind, die mit Gott gewandelt haben, und sollte Gott kommen und uns abholen, dann sind wir die Generation, die mit Gott gewandelt hat und Gott kam und nahm sie weg. Was für eine Verheißung. Und ich möchte einfach mit dieser Verheißung mit euch einfach nochmal schauen, wo liegt mein Fokus? Wo liegt unser Fokus? Schaue ich auf Jesus? Darf Jesus in mein Leben eingreifen? Darf Jesus die Kontrolle haben? Wisst ihr, die Israeliten haben eine Stiftshütte für Gott gebaut. Und als sie die Stiftshütte aufgestellt haben, da kam die Herrlichkeit Gottes in ihr Lager. Und die Herrlichkeit Gottes war so präsent, fast wie bei uns. So präsent. Man hat sie in einer Feuersäule in der Nacht gesehen und in Rauchsäule bei Tag. Gott war mitten unter ihnen im Lager. Aber wisst ihr, das Ganze hatte einen Preis. Und die Israeliten waren bereit, diesen Preis zu zahlen. Sind wir bereit? Der Preis war, ich sag's euch, der Preis war, dass sich die Wolke, egal ob jetzt die Feuerwolke oder die normale Wolke, die am Tag war, wenn sie sich plötzlich erhoben hat und weitergezogen ist, dann musste man alle Zelte abbrechen, alles, was du nicht geschafft hast, mit einzupacken, liegen zu lassen und der Wolke zu folgen. Der Präsenz und der Gegenwart Gottes zu folgen, damit sie diese Präsenz und Gegenwart Gottes nicht verlieren. Sie mussten der Wolke folgen. Wisst ihr, wenn ich mich da so hineinversetze, was ist das vom Gefühl her? Ein Leben in ständiger Bereitschaft. In der Bibel steht ganz klar, ich war verwundert, als ich diese Bibelstelle gelesen habe. Da steht es nämlich, und die Wolke konnte 2 Stunden Rast machen oder auch 2 Monate. Überlegt mal. Und 2 Monate rastet die Wolke. Und du wirst langsam ruhig, oh, entspannt, richtest dich dein Zelt häuslich gemütlich ein und dies und das, baust noch vielleicht einen Zaun für die Herde, die hatten ja die Tiere alles mit, und machst einen kleinen Spielplatz vor dem Zelt für die Kinder und dies und das. Und plötzlich erhebt sich die Wolke und bewegt sich. Und du musst ganz schnell alles einpacken und das, was nicht mitging, das blieb da liegen. Und du musstest der Wolke folgen. Sind wir bereit, diesen Preis zu bezahlen? Ah, es ist wirklich schwer. Wir machen uns gerne häuslich und entspannen uns gerne. Aber wir müssen in ständiger Bereitschaft leben, um der Gegenwart Gottes zu folgen. Sonst verlieren wir sie. Wir müssen in ständiger Bereitschaft gehen. Amen. Und wir müssen uns immer bewegen, auch wenn es heißt, den ursprünglichen Gottesdienst, wie wir ihn gewohnt sind, abzuwandeln. Auch wenn es heißt, den Kaffee eben stehen zu lassen und nicht anzubieten und trotzdem die Gemeinschaft zu pflegen. Es wandelt sich alles. Aber wenn wir der Gegenwart Gottes folgen, dann werden wir in seinem Reich wandeln, wie die Israeliten in das Land Kanaan gekommen sind, wo Milch und Honig flossen. Und da wollen wir geistlich rein. Wir wollen in das Land, wo Milch und Honig fließt. Und die Frage ist, darf Jesus an meinem Leben teilnehmen? Darf Jesus die Kontrolle über mein Leben haben? Will ich einen Teil an ihm haben? Will ich das, was Jesus für mich als Geschenk anbietet, annehmen? Nämlich seine Vergebung, seine Gnade. Indem ich mir beim heutigen Abendmahl zum Beispiel bewusst werde, was er für mich heute alles getan hat. Und die Apostelgeschichte 29 ist noch lange nicht vorbei. Ich bin gerade bei 3. Mose
seit ein paar Wochen. Es ist wirklich nicht einfach, 3. Mose zu lesen, ich sag's euch. Aber es lohnt sich, es mit Gott zu lesen. Und die Apostelgeschichte 29 geht auch weiter.